Nach Papa William, sie sagt hat das Baby als eine der ersten. Das gesamte britische Volk fieberte am Montagmorgen der Geburt des dritten Kindes von Prinz William, 35, und seiner Katte, 36, entgegen, nachdem die werdende Mama mit Wehen ins St. Mary's Hospital in London eingeliefert wurde. Kurz nach 14 Uhr, deutsche Zeit, gab das Königshaus bekannt, dass die schöne Brünette einen gesunden Sohn zur Welt gebracht hat. Neben ihrem Ehemann und dem medizinischen Personal war eine ganz besondere Frau unter den ersten Gratulanten. Wenn britische Royals-Familien Zuwachs bekommen, wird das Baby bereits kurz nach der Geburt der jubelnden Öffentlichkeit präsentiert. Dass dabei viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt wird, steht außer Frage. Wie das britische Magazin Hello berichtet, stand deshalb die persönliche Haarstylistin der auf Abruf bereit. Sie hübschte Mama und Baby für den anstehenden Auftritt vor der Presse auf. Deshalb zählte sie auch, abgesehen vom medizinischen Personal, zu den wenigen glücklichen Nicht-Royals, die den Knirp kurz nach der Entbindung bestaunen konnten. Die ehrenvolle Aufgabe, die frisch gebackene Mama und ihren Nachwuchs für den ersten Auftritt vor den Kameras zu stillen, übernahm heute nicht zum ersten Mal, auch nach der Geburt der ersten beiden Sprosslinge von und hatte sie sich um die 36-Jährige gekümmert. Die Herzogin hatte damals mit ihren schicken Outfits und dem Mama-Glow alle begeistert.